Also ist er Vorstand Vertrieb Marketing von Iveco Magirus. IAA 2024, was erwartet ihr euch von der Messe? Also ich glaube, wir erwarten vor allem mehr Interesse, mehr Zuschauer. Wir haben viele Termine geplant und die letzte Messe war doch sehr stark post-Covid. Richtig, und ein bisschen Verunsicherung auch, was Messebesucher allgemein angeht. Und ich glaube, jetzt geht es wieder los. Trotz der schwierigen Situation bei den Nutzfahrzeugen, glaube ich, dass wir sehr viel Interesse haben werden bei allen Ständen. Nicht nur bei Iveco, aber wir freuen uns natürlich über jeden Besucher. Perfekt. Die drei größten Innovationen von Iveco, wenn Sie die rauspicken müssten dieses Jahr am Stand, welche wären das? Naja, wir stehen ja hier in der Nähe von der Pressekonferenz und von der Bühne. Also das wäre sicherlich eine. Wir haben mit Hyundai eine Partnerschaft geschlossen und haben hier aus dem Van ein Fahrgestell gemacht, mit im Prinzip erweitert mit Iveco-Know-how das ganze Fahrgestell und präsentieren hier den e-Movie, neues Produkt für Iveco, auch für die Händler und voll elektrisch, 3,5 Tonnen Fahrgestell und sehr variabel. Okay, was noch? Und dann haben wir noch, vielleicht gucken wir uns das später nochmal an, ein Fahrgestell in der schweren Klasse. Wir haben mit einer Sattelzugmaschine gestartet vor zwei Jahren. Haben jetzt ein Fahrgestell für verschiedenste Fahrerhäuser, verschiedenste Radstände und verschiedenste Batteriekonfigurationen, also verschiedene Anwendungen. Okay. Und dann, wie geht es mit der Reise mit dem Wasserstoff weiter? Wir haben ja Wasserstoff mal angerissen mit der Brennstoffzelle und haben hier mal als Alternativszenarien auch am Stand zwei den Wasserstoffverbrenner. Wir können eigentlich zu denen gleich mal vorgehen. Okay, machen wir das doch. Die schauen spannend aus. Die waren das letzte Mal noch Prototypen. Jetzt sind sie doch eine ganze Stufe weiter auch. Ja, weil das habe ich auch schon öfters gesehen. Jetzt der Wasserstoff ist Nutzfahrzeug deutlich stärker im Kommen als im Pkw-Bereich. Ja, klar, weil es gerade in die Reichweiten geht und in dem Longhaul-Bereich ist es ja der Bereich, wo eigentlich immer noch gar keine Klarheit ist, geht das mit Elektrik überhaupt gut? Ne? Die regionalen und die kleinen Klassen, glaube ich, ist klar, Elektrik pur. Ja. Aber hier sehen Sie mal zwei Konzepte, einfach nur zum Veranschaulichen. Das ist mal ein kleiner Motor, das ist ein, für die Schwerklasse ein 9-Liter-Motor als Verbrenner. Okay. Und der treibt einen Generator an und dieser Generator lädt dann eben die Batterien auf. Das heißt, der Antriebsstrang ist komplett elektrisch, wie bei unserer Sattelzugmaschine, die rein batteriell fährt. Ja. Aber hier haben sie verschiedene Wasserstofftanks seitlich und hinterm Fahrerhaus, das jetzt hier weggeschnitten ist. Klar. Und statt der Brennstoffzelle macht eigentlich der Verbrennermotor macht eben die Energie an Bord. Okay. Und lädt die Batterien. Welche Reichweite haben wir da dann? Das kommt darauf an. Also wir haben hier den Wasserstoff, die Tanks für 700 Bar. Okay. Und das wird so ähnlich sein wie bei dem Fuel Cell, also im Prinzip so 800, 900 Kilometer. Okay. Das heißt schon deutlich weiter als ein elektrischer LKW. Ja. Und was wir hier sehen, ist jetzt hier Mitfahrerhaus drauf. Das wäre jetzt der klassische reine Verbrenner. Das heißt, ich ersetze den Diesel oder den Gasmotor durch einen anderen Gasmotor statt, also beispielsweise Methan, CH4, H2 und verbrenne Wasserstoff und treibe einen konventionellen Antrieb an. Also normal, wie Sie das beim Diesel oder beim Gas kennen. Ah, perfekt. Sehr also gut. Ohne Batterien, ohne elektrischen Antrieb. Okay, okay. Aber also ich sehe schon, ihr seid wirklich antriebsalternativmäßig komplett breit aufgestellt. Genau. Spannend. Ja, wir haben ja gerade so ein bisschen Diskussion, die auch so ein bisschen lähmend ist, gerade im Pkw-Bereich. Was bereitet euch momentan so die meisten Sorgen letztendlich aktuell? Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was im Pkw auch ein bisschen lähmt. Also es ist im Prinzip eine fehlende Klarheit. Ja. Also Sie hatten es gerade angesprochen, wir propagieren das hier auch, die Multi-Energy. Wir versuchen breit uns aufzustellen. Wir brauchen auch nicht morgen die Antwort. Es gibt für uns auch nicht den Antrieb. Absolut. Aber Klarheit, was Infrastruktur angeht, was die Entwicklung angeht, dass die Kunden auch eine Kaufentscheidung treffen können. Förderprogramme wurden von heute auf morgen gestrichen. Ja. Und wie geht's weiter? Das heißt, manche warten immer noch, vielleicht warten sie jahrelang. Ja. Aber wir kommen nicht in so einen richtigen Verkaufsgespräche rein und in die Masse. Wir müssen das ja auch entsprechend skalieren. Absolut. Es hilft ja nicht, wenn einer ein Lidl, ein Aldi oder so, mal ein Auto kauft, ich weiß. Grün zu sein. Ja. Ja, Planungssicherheit sieht anders aus. Wenn wir ein bisschen vorausschauen, IAA 2026, wir hatten vorhin IAA 2022, wo viele Fahrzeuge nur Prototypen waren. Jetzt seid ihr mit vielen Fahrzeugen in der Serie, in der Vorserie, bei den Kunden. Was wird hier 2026 stehen? Was ist die Prognose? Also sicherlich werden wir wieder einen anderen Stand haben. Wir entwickeln uns bei Iveco immer auch designmäßig. Klar, klar. Italienisches Unternehmen natürlich auch weiter. Ja. Aber ich erwarte mir, dass wir eben die einige Erfahrungen aus den nächsten zwei Jahren dann am Stand zeigen. Das heißt, während wir Prototypen hatten, vor allem vor zwei Jahren, jetzt die Serienfahrzeuge auch in allen Klassen bis zur schweren Klasse im elektrischen Bereich, kommen jetzt die ersten Kundenerfahrungen. Und ich erwarte mir, dass Kunden dann diese Erfahrungen dann wir in der nächsten Generation dann einbringen werden
und wir viel weiter sein werden. Das heißt, mit den Erfahrungen auch weiter wachsen, gemeinsam mit unseren Kunden. Perfekt, wunderbar. Wachstum hört sich immer gut an. Dann hoffen wir mal drauf, auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das Interview, für die spannenden Einblicke und ja, vielleicht sehen wir uns in 2 Jahren wieder. Sehr gerne. Würde mich auch freuen. Dankeschön, wunderbar. Perfekt, danke.